Hallo liebe Pixels und Pixies, ich bin Aha und endlich nach stundenlangen Kämpfen haben wir die dritte Wikinger-Mission erreicht und damit herzlich willkommen zu Die Siedler 4. So, dann würde ich sagen, stürzen wir uns direkt in die Mission. Allianz der Ehrlosen. Wie erwartet haben es uns die Römer nicht leicht gemacht, den Sieg davonzutragen. Tiefe Trauer herrscht auf beiden Seiten über die schrecklichen Verluste. Dennoch werden unsere hölzernen Hallen bald wieder mit Gesang und Gelächter erfüllt sein. Hinterlist und eiserne Disziplin haben Mayas und Römer einen Kampfbund schmieden lassen. Ja. Mit unseren gehörnten Helmen werden wir diese Allianz der Ehrlosen an den nächsten Baum nageln. Doch unsere Schläge werden die Kraft von Thors Hammer haben müssen, wenn wir siegreich sein wollen. Der große Bär ist nur noch ein Schatten seiner selbst. In den Träumen unserer Priester humpelt er müde und zerschlagen durch den schwarzen Schnee verbrannter Wälder. Sein einst so stolzes Haupt ist gesenkt, sein Wille scheinbar gebrochen. Keine Saga wird je die Traurigkeit dieser Bilder beschreiben können. Nun aber ist die Zeit der Krieger wieder angebrochen. Zusammen verschworen werden unsere Feinde mehr als würdige Gegner abgeben. Okay, so. Vorbereitung ist alles. Ach du Himmel, wir sind hier. Die Römer sind da. Das heißt, die haben ein Stückchen bis zu dem Werk. Das heißt, je nachdem, wie weit die Entfernung ist, haben die es natürlich schwieriger. Ich muss hier unten hin, ich muss hier ums Wasser rum. Die Maya starten zwischen zwei Gebirge. Trotz der großen Bedrohung werden wir eine Expansion zur Forschung des großen Kraters entsenden. Werden wir eine Expedition zur Forschung des großen Kraters entsenden. Achso, wir haben hier noch ein kleines bisschen. Was? Also, boah. Also gut wäre es, wenn man hier so schnell rankommt, damit die Römer da nicht rankommen. Dann kann man die Römer besiegen. Na, jetzt müssen wir auch nach hier unten expandieren. Na, das kann ja alter werden. Na dann. Auf die Plätze, fertig, los. So, und ich versuche auch gezielt damit Sprüngen zu arbeiten. Also, hier, hier. Okay, also, hier oben haben wir schon mal eine fast komplette. Ah ja. Keine komplette, genau. Also uns fehlt hier noch ein sogenannter First Day. So. Der kann mal hier arbeiten. Dann kannst du nämlich mal nach hier gehen. Und du hackst mal das hier weg. Dann habe ich mehr Bauplatz. So. Hier unten will ich nicht so richtig hacken. Okay, also ich habe richtig sehe, hier unten schon Platz für einen weiteren Holzfäller. Dann haben wir hier noch Platz für ein Sägewerk. Das bauen wir mal nach da. Für ein Forsthaus so rum. Das ist das Sägewerk. Das platzieren wir nach hier. Und wir sollten noch einen zweiten Steinmetz. Weil genügend Steine haben wir hier unten. Der Aussichtsturm wird erst mal dezent abgerissen. Wer auch denn Aussichtstürme, also wirklich. Manchmal kommen die auch auf komische Ideen. So, da sollte nicht viel sein. Expandieren muss ich vor allen Dingen in die Richtung. Supi, so. Dann sollten wir weitermachen, damit wir das hier alles. Holzfäller. Hier bauen wir dich hin. Du gehst nach hier. Und dann brauchen wir noch einen dritten. Und wir sollten hier unten. Ha! Über! So. Das hat erstmal alles. Super, so, du hast hier. Und du bist doch hier das zuständige Forsthaus, nicht wahr? Das ziehen wir mal so.
So, du hast dein Grundstückchen hier. Du hilfst hier aus. So. Okay. So, dann hast du auf jeden Fall Vorrang. Du hast Vorrang. Du hast Vorrang. Du nicht. Du hast Vorrang. Du. 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 Haha. Okay. Hier noch ein paar Äxte. Ich sehe hier aber nur noch eine Säge. Das heißt, wir sollten auch sehen, dass wir hier relativ schnell, das meine ich schon ganz ernst, eine Eisenschmelze errichten wir. Na, nicht so ganz dicht ans Gebirge, sonst können wir da wieder nichts anderes hinbauen. Und eine Werkzeugschmiede. So, die muss nach da. Wunderbar. Okay, so, dann sollten wir noch vorsichtshalber, wenn wir eh dann schon überspringen wollen. Ne? Du hast Vorteil, du hast Vorteil, du hast Vorteil bekommen. Das Sägewerk können wir hier rausnehmen, weil wir hier nicht genug Sägen haben. Dann muss der Holzfäller hier noch beschleunigt werden, genau. So, aber das zweite Sägewerk ist schon im Bau. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, bevor wir springen, platzieren wir noch Gebäude. Das war hier ein. So, dich platzieren wir da. Dich hier. Und dich hier, ja, das passt doch. Obwohl, mal kurz dich reißen wir mal ab. Ne, wir wollen dich auch so hier oben. Und damit wir das ja nicht vergessen, brauchen wir hier gleich mal super, dann würde ich sagen, springen wir mal und gucken uns das mal an. Der zweite Steinmetz hier. Wir sind jetzt ganz großzügig mit dem Springen und wir gucken mal, wie das so läuft. Das kann natürlich auch voll nach hinten losgehen. So, wo sollte denn der... Ja. Kannst erstmal da bleiben. Du arbeitest hier. Du arbeitest auch da. Es passt alles super. Passt, passt, passt. So. Okay, wir müssen mal gucken. Wohin entwickeln wir uns? Wie schnell? So. Ich sag mal so, wir springen hier noch ein bisschen. Die wachsen noch. Das ist schon. Wie? Und du kriegst hier erstmal den Bereich. Kann ja da. Kannst hier helfen. Du. Ist ebenfalls hier. So. Okay, so, wir können ein Türmchen errichten. Jetzt ist die Frage, wollen wir das lieber hier haben? Hier sogar. Kann ich auch gleich sagen. Nice. Schön. Ah, apropos schön. So, das haben wir auch schon alles gemacht. Dann können wir nämlich
hier auch weitergehen. Sagen, mein Hirnhäuschen. Und super, du gehst nach da. Und du, wie gesagt, ja, du kannst hier alles so wegholzen. Das passt. Okay, Holz sollten wir erstmal genug haben. Dann sollten wir sagen, dass du hier Vorsprung hast. Fertig, du bist fertig. So, Holz und Steine einlagern. So, super. Das passt mir doch schon mal sehr gut. Okay, so, und wir sollten mal sehen, dass wir hier irgendwie mehr haben. Erstmal 30, ne? Ist ja auch gleich fertig. Und wir wollen, dass auch das ein bisschen schneller geht. Also hier nochmal 5 und hier nochmal 5. So, hier kann ich nochmal. So, mal richtig auf die Kacke hauen. Okay, hier oben ist schon mal Ende Gelände. Das heißt, du hast dich hier unten weiter liegen. Das ist doch hervorragend. Super. So, das klappt alles wie am Schnürchen. Dich bauen wir nach da und dich bauen wir nach da. So, du gehst nach da. Und jetzt gehen wir nach hier. Und wir wollen einen Geologen. Genau. Dann könnt ihr hier erstmal bauen und dann können wir nämlich dafür sorgen, dass wir hier auch Nahrung und so produzieren. Dafür müssen wir allerdings erstmal ein bisschen für Abriss sorgen. So. Geologe. 2. Aha, 4. Sehr gut. Einer fehlt noch. Komm. Schön, ihr geht jetzt nach da oben. Du kriegst jetzt den Bereich. Genau. Und du hilfst dir auch mal so ein bisschen beim Freihacken. Super. Wir müssen zumindest schon erstmal bauen. Bauen ist schon mal gesichert. Das ist ja das Wichtigste, dass wir hier. Okay. Okay, so, das passt dahin. Das passt dahin. Und da. So. Jetzt können wir nämlich sagen, bauen dich dahin. Du kriegst die Fläche. Du kriegst die Fläche. Kohle und Steine, das ist ja nicht so, nicht mal Eisen, ach du Himmel. Thank you.
Okay, das klappt erstmal soweit. Well, jetzt gucken wir erstmal, wie weit der sich da befördert. Nicht genug. Ah, Eisen, na sehr gut. Na wenigstens etwas so. Also Kohle. Kohle kannst du also hier abbauen. Kohle kannst du hier abbauen. So da abbauen. Super. Eisen können wir hier abbauen. Sag du. Und du, ihr kriegt erstmal voran. So, und alle anderen Kohlen können wir ja bauen, aber erstmal keiner. So. So. Tja, also der Aufbau der Siedlung geht ja erstmal gut voran. Bis auf. So, dich reißen wir ab. Auch kein Mensch hier unten. So. Kannst du nach da. So. Besetzt. Okay, also 3 Holz und 3 Steine, das sollte ja ausreichen. Okay, alles klar. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch eine zufällig. Ja. Okay. Ich muss wenigstens eine Eisenmine bauen, bitte. Besetzt, die kann auch besetzt sein, aber die anderen bitte nicht besetzen. Nicht mehr. Okay, so, dann brauchen wir auf jeden Fall noch hier noch ein Lagerhaus, damit die schön durchbauen können. Ja, schön durch. Na, sag schnell. Schön die ganze Zeit dafür sorgen können, dass wir. Ich hab vergessen, was ich jetzt sagen wollte. Dass wir Eisen bekommen. Mein Gott, manchmal hängt man aber auch länger, als man will. So. Okay, so. Ihr könnt nach. Hier. Und daneben bauen wir gleich noch eine Getreideform, weil dann können wir schön doppelt Brot und doppelt. Ne? So, und wenn die Gebäude hier fertig sind. Das wäre so das nächste aus meiner Sicht. Also die hier so mal fertig bauen. Die auch noch zu Trägern, dann haben wir schon mal genug Träger. Also Träger, daran soll es jetzt bitte nicht scheitern.
Das wäre ja wirklich blöd. Super, der verbaut hier noch das eine. Und dann würde ich sagen, ist das unsere Siedlung. Wir haben einen Haufen Eisen und Kohle in Arbeit. Wir haben hier unten Gebiete, die sollten wir auf jeden Fall noch ausnutzen, um hier noch... Aber ja, Holz brauchen wir erstmal nicht. Also was wir brauchen, ist vor allem hier noch ein paar Siedler, die hier mal die Grenzen erweitern, damit wir da wieder Häuser hinbauen können. Und dann sollten wir doch gucken, dass wir demnächst... Also hier oben müssten irgendwann Römer auftauchen, also hier so in die Richtung. Da sollten wir da anfangen... solche Türmchen voranzubauen, weil ich glaube, genug Baumaterial haben wir, das ist nicht das große Problem. Genau. Und dann sollten wir sehen, dass wir uns einfach mal auf den Gegner vorbereiten, dass wir auch Gold schnell finden. Wir brauchen unbedingt Gold, beziehungsweise müssen wir mal gucken, wie das mit Gold aussieht, dass wir vielleicht erstmal dafür sorgen, dass hier Mana produziert wird, dass wir vielleicht so drei Honigwinzer in Betrieb kriegen und dann eben drei kleine Tempel und dann finden wir sicherlich auch Platz für einen großen Tempel und dann müssen wir erstmal gucken, dass hier meine ganzen Bauern arbeiten, dass ich hier noch einen zweiten Fischer habe und so weiter und so fort und dann denke ich, ja, sind wir doch schon mal ganz gut dran. Ich würde sagen, das hat sich doch gelohnt und dann sehen wir uns im nächsten Video. Wir hören uns im Intro. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, viel Spaß beim Silbersiedeln. Wünscht euch euer Hallo und herzlich willkommen auf der Endcard. Danke, dass ihr bis hierhin mit mir gesiedelt habt. Ein weiteres Video findet ihr oben links. Meinen Kanal abonniert ihr oben rechts. Neueste Trailer und Soundtracks findet ihr auf dem Kanal von Trailer Kommando. Den Link dazu unten rechts. Und unten links findet ihr meine Shorts-Playlist. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, viel Spaß beim Silbersiedeln. Wünscht euch euer Aha.